Wir sind hier bei unseren Felsensittichen. Das hier ist unsere Felsensittich-Dame, die Horche. Sie ist am 16. Juli 2018 auf die Welt gekommen. Und man hat sich damals entschieden, dass man sie mit der Hand aufzieht, weil ihre zwei Geschwister auf ihr drauf gesessen sind. Dadurch hatte sie einen ganz verdrehten Hals. Und man wollte dieselben Chancen geben wie allen anderen auch. Und man hat sich dann entschieden, dass man sie mit der Hand aufzieht. Und ja, gell? Unser Ziel war, dass wir sie so schnell wie möglich in die Gruppe integrieren können. Und ab Dezember haben wir das dann so gemacht, dass wir sie täglich mitgenommen haben zum Saubermachen. Über die Dauer war sie dann auch in der Anlage. Bei Felsensittichen ist es so, dass sie sehr neugierig sind, was bei der Integration in die Gruppe auch vom Vorteil war. Das hat dann sehr schnell geklappt, dass sie die Nähe von den anderen Vögeln gesucht hat. Und ab Februar ist es dann eigentlich so gewesen, dass sie eng aneinander gekuschelt die Nacht verbringen, dass sie gemeinsam fressen, dass sie gemeinsam herumfliegen. Jetzt darf es felsensittig sein, voll und ganz. Wenn ich jetzt in die Anlage gehe zum Saubermachen, ist es eigentlich so, dass ich von den anderen Vögeln nicht viel mitbekomme. Die sitzen immer am anderen Ende der Voliere, bis eben auf Horche, die da sehr neugierig ist, was ich da tue. Sie ist jetzt immer die Erste beim Futter, weil sie nicht so skeptisch ist wie die anderen. Das heißt, sie kommt auch in die Nähe des Pflegers und bekommt dementsprechend halt auch immer die besten Körner zuerst. Bei Felsensittichen ist es so, dass es gibt keinen Geschlechtsdimorphismus. Das heißt, die Männchen und Weibchen, die unterscheiden sich nicht wirklich. Deswegen hatten wir eine 50-50 Chance, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Wir hatten uns damals für den Namen Horche entschieden, für einen männlichen Namen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sie aber ein Weibchen ist, aber der Name ist ihr halt geblieben. Gell? So ist das.